Servus Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge auf meinem Kanal und heute gibt's Raft und ich möchte so ein Projekt machen, dass ich um die 100 Tage erstmal überleben muss auf meinem Raft und das eben ausbauen und so weiter, auch du heilige Scheiße. Und da schaue ich ja eben entweder eben 100 Tage oder so lange eben die Storyline dauert, falls diese länger dauert. Mal schauen, ob ich das schaffe und es wird eben so einzelne Abschnitte geben, wo eben dann ein paar Tage zusammengefasst sehen werdet. Und ich würde sagen, als erstes ist es erstmal wichtig, etwas zur Verteidigung zu haben. Deswegen Holzspeer, oh du Scheiße. Ne, kann ich bauen, ne? Ja. Und dann vielleicht noch einen Bauhammer, falls ich den nicht bauen kann. Ja, schwierig, brauche ich mehr Blanken. Aber hier kommen ja einige Kisten auf uns zu. So, der Bauhammer ist hergestellt, den machen wir ja mal auf Platz 3. Und dann können wir hier auch schon Sachen anbauen, das gefällt mir. Wir treiben direkt auf eine Insel zu da vorne. Das ist nicht schlecht eigentlich. So, als nächstes bauen wir mal eine Axt, weil ich denke, wenn ich auf diese Insel komme, aber komme ich nicht drauf, ne? Das ist vielleicht trotzdem nicht so schlau. Ich denke, erstmal ist es wichtig, Essen und Trinken zu bekommen. Einfach ein Reiniger, Hammer. So, einmal ein Reiniger. Scheiße! Stirb! Junge, was ist denn mit ihm? So, den einfachen Grill. Können wir auch herstellen. Wenn wir direkt daneben. Ich gehe mal da kurz auf die Insel, ich hoffe, ich sterbe nicht. Ah, da kommen wir gar nicht hoch, ne? Doch. Ah, ey! Was wieder hoch. Ich sammle alles ein, was ich einsammeln kann. Ich muss gleich wieder in der... Boah, sonst sterbe ich. Da, ich komm schon. Okay, ich bin ausgewichen irgendwie. Einfach outplayed. Gut, dann baue ich jetzt hier eine leere Tasse. Die kann ich mir herstellen. Salzwasser und dann hier rein. Ich habe aber keine Blanken, das ist nicht gut. Okay, die Insel hat sich gerade nicht gelohnt. Ich habe nur irgendwelche komische Sachen hier bekommen. Blüten und so weiter. Erstmal ein bisschen das hier anschüren. So, dann habe ich jetzt die Kartoffel, dann baue ich mir so eine Anbaufläche. Dann stelle ich die gleich hier hin. Ja, dann wo ist die Kartoffel? Einmal anpflanzen. Brauchst du einen neuen Haken, denke ich. Plastikhaken, sehr gut. Nicht, dass meine kaputt geht, ich dann nichts mehr einsammeln kann. So, dann kann ich jetzt meine Kartoffeln bewässern. Ich denke, als nächstes muss ich jetzt erstmal mein Schiff ein bisschen ausbauen und dann mal ein Segel. Scheiße! Glaubst du, als einer ist jetzt kaputt, Max, ne? Also, so ein Hund. Oh, eine Röhrrübe habe ich auch noch. Kann ich auch anpflanzen. Sogar 3 Röhrrüben, was ist denn hier los? Es wird langsam auch dunkel, das heißt, man sieht dann irgendwann nichts mehr. So, ich denke, ja, ich habe jetzt sogar genug für den Segel, kann das sein? Oh fuck, ich habe zu viel Nägel gemacht. War noch ein bisschen Kunststoff, habe ich gesehen. Ach nö. So, ich glaube, ich muss jetzt noch was trinken, weil meiner hustet schon. Und das Ding ist auch schon fertig anscheinend. Jawohl. Ja, dann haben wir den Schrott, dann haben wir jetzt auch das Segel, das ist gut. Das stelle ich dann einfach mal hier rüber. So, Bett haben wir hergestellt, dann können wir jetzt auch schlafen. Kommt einfach mal hier hin. Zack. Und hinlegen. So. Guten Morgen. Oh, da ist eine große Kiste. Eine neue Kiste. Ich habe Hunger. Das ist sehr schlecht. Aber ich habe sogar eine Kartoffel. Dann machen wir jetzt eine neue Anbaustation hoffentlich. Ich habe so viel Angst vor dem Fangen. Dann baue ich jetzt mal diese Anbaufläche. Sogar zweimal. Und dann kommt das Ganze hier hin. Ich muss da vorne auf die Insel fahren. Hier auf der Insel haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Planken und so gekommen. Ich bin zwar gerade ein bisschen am Verhungern, aber ich hole jetzt schnell das Holz und dann fahre ich auch direkt weiter. Die Ananas habe ich hier gefunden, eine Kokosnuss, die habe ich aber schon gegessen. Jetzt habe ich noch eine Kokosnuss, das ist nice. Jawohl, die kann ich jetzt auch essen. Ohne Bedenken. Ach man, die scheiß Viecher da. Das ist mit dieser Krähe da. Okay, 1 gegen 1 gegen Hai. Okay, ja, er hat mich nicht getroffen. Jetzt brauche ich aber hier wieder einen neuen Speer. So, die Rübe ist fertig, das ist nice. Der Rest ist wieder angepflanzt, alles gut. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Oh, das ist sogar schon die nächste Insel, die steuern wir mal an, würde ich sagen. Lass mich durch. Was ist denn mit dem Hai los? Er geht immer an dieselbe Ecke. Und irgendwann müsste der auch mal sterben, denke ich. Mit der Hai, der ist so ein aggressives Stück Scheiße, ne? So, versucht's noch hier. Ich habe schon wieder Hunger, ne? Weil der Charakter ist so fett. So, dann pflanze ich die Rüben mal nicht an. Erstmal hier alle drauf. Die Kartoffeln pflanze ich auch direkt wieder an. Muss sagen, ich habe echt so ein geiles Essensproblem. Sogar eine relativ große Insel, muss ich sagen. Muss versuchen, da genau in diese kleine Bucht reinzusteuern. Ja, schaut sogar ganz gut aus, was ich hier mache. Ich glaube, es geht so. Aber ich würde sagen, ich schlafe jetzt erstmal bis zum nächsten Tag. Ich habe Angst, dass dann das Boot trotzdem weiterfährt. Ich mache ja mal lieber einen Anker trotzdem ran. Dann kann ich schlafen gehen, ganz beruhigt. Und dann würde ich auch sagen, war es das schon von der ersten Folge hier. Ach, Digga, Scheißmöwe. Wo ist sie? Dann war es das auch schon von der ersten Folge, würde ich sagen, von Raft, die ersten 2 Tage. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefällt, könnt ihr ein Like da lassen. Wir machen das jetzt dann wahrscheinlich, gut, wie ich Zeit habe, wahrscheinlich eher so wöchentlich vielleicht. Weil ich zur Zeit noch im Klausurenstress. Ja, aber muss jetzt dann wieder öfter Videos geben, weil ich da dann auch Ferien habe wieder. Und kann schon Stress.
euch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Gott, seid ihr, macht's, ciao und auch gut.